Andenken, Mitdenken, Vordenken. Die Videopodcast-Laudatio für alle, die weiterdenken. Ein sozialer Marktwirtschaftler. Die Arbeitsgleichheit ist die Abweichung von der Regel. Ich glaube, das war ein Seminar im Rahmen meines Studiums für Politikwissenschaft. Da haben wir uns mit großen politischen Theoretikern befasst. Und da ist John Rawls ja nun einer der großen modernen Klassiker. Er beschäftigt sich mit der ganz grundlegenden Frage, inwiefern hat Gleichheit mit Gerechtigkeit zu tun? Und ich würde schon mal sagen, das ist so eine der großen fundamentalen Fragen der Sozialphilosophie. Und da hat mich seine Art zu denken schon im Studium fasziniert. Ich fand allerdings auch, dass die manche Dinge an ihm kritisiert hatten, dass sie auch immer einen Punkt hatten. Und auch mit denen habe ich mich deswegen beschäftigt. Gerechtigkeit nach John Rawls ist zum einen, wenn jeder seine Grundrechte vollumfänglich genießt. Und zum anderen, wo es um soziale Güter geht, da ist er ein Maximierer, einer, der so viele Güter wie möglich für die Menschen erreichen will. Er ist ein sozialer Marktwirtschaftler, der anerkennt, dass Ungleichheit auch insgesamt zu einem Mehr an Gütern führen kann. Aber er ist auch einer, der sich am schlechtesten Gestellten orientiert. Der muss die meisten Güter haben. Diesen Gesellschaftszustand bevorzugt er. Da hat er ja das fundamentale Prinzip aufgestellt und hat gesagt, Ungleichheit, ungleiche Verteilung von Gütern in einer Gesellschaft ist immer dann rechtfertigbar, wenn der am schlechtesten Gestellte davon profitiert. Wenn man selbst hat das dann auch erstmal ganz basal auf ein Beispiel mit zwei Personen angewendet. Wir haben den studierten Unternehmer, wir haben den ungelernten Arbeiter. Natürlich hat der Unternehmer wesentlich bessere Aussichten, an Ressourcen zu kommen, als der ungelernte Arbeiter. Da ist eine Ungleichheit zwischen den beiden, ganz klar. Aber, sagt Rawls eben auch, wenn der Unternehmer durch sein Handeln dazu beiträgt, dass sich auch die Position des ungelernten Arbeiters verbessert, dann ist diese Ungleichheit zwischen dem ungelernten Arbeiter und dem Unternehmer gerechtfertigt. Und das ist ja ein grundlegender Gedanke unserer sozialen Marktwirtschaft, dass die, denen es besser geht, wo wir Ungleichheit zulassen, dass die aber dennoch dazu beitragen, dass es insgesamt allen besser geht, indem sie zum Beispiel Unternehmen gründen, Arbeitsplätze schaffen oder natürlich das grundlegende Prinzip unserer sozialen Marktwirtschaft, indem sie Steuern zahlen, von denen auch andere profitieren. Also das ist, finde ich, jetzt erstmal ein grundlegender Gedanke, der richtig ist und der vielleicht nicht so selbstverständlich ist, wie manche denken. Also viele halten es ja doch immer noch mit Bert Brecht, dass sie meinen, der arme Mann und der reiche Mann, warum ist der Reiche reich? Weil der Arme arm ist. Diese schlichte Logik, der setzt Rawls etwas entgegen und sagt, nein, unter Umständen ist es auch so, dass es dem armen Mann besser geht, weil der Reiche reich ist. Und das ist ja erst einmal eine Annahme, die kontrovers ist, aber die es sich lohnt, genauer zu betrachten. Ungerechtigkeit ist nur tragbar, wenn sie zur Vermeidung einer noch größeren Ungerechtigkeit notwendig ist. Da sind wir schon bei dem Punkt, dass auch Rawls Gleichheit und Gerechtigkeit in einem hohen Maße gleichsetzt. Das entspricht in der Tat erstmal der Intuition der meisten Menschen als Mutter von drei Töchtern, die völlig schmerzfrei Gleichheit mit Gerechtigkeit synonym gebrauchen, weiß ich, dass das auch tief im Menschen verankert ist. Dennoch ein paar Fragezeichen würde ich daran machen. Was ist denn in den Situationen, wo mehr Gleichheit nur zu erlangen ist, wenn man die Position der Oberen verschlechtert? Bei der Impfung haben wir im Grunde das Beispiel. Hier sind nun mal manche Menschen schon geimpft, aus guten nachvollziehbaren Gründen, und andere noch nicht. Haben jetzt die da unten etwas davon, die da unten, damit meine ich die Nicht-Geimpften, haben die etwas davon, dass man den Geimpften immer noch Reisefreiheit vorenthält? Da muss ich sagen, und ich glaube, da hätte ich auch Rawls hinter mir, der bei den Grundrechten ganz eindeutig sagt, die stehen jedem zu und daran darf nicht gedeutet werden, muss ich sagen, ich freue mich über jeden, der seine Grundrechte wieder vollumfänglich genießt, selbst wenn ich wahrscheinlich in der Impfung in der letzten Gruppe sein werde. Aber ich halte zum Beispiel diese Ungleichheit für absolut geboten. Wo es geht, müssen Grundrechte wiederhergestellt werden, auch wenn das Ungleichheit bedeutet. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.